Aber ich kann schon gemacht, dass es so schaurig ist. Vielleicht war das einfach nicht vorgesehen, dass ich da Großväterchen im Sturm angle. Vielleicht geht das einfach nicht. Und hier der Sturm ist natürlich gut für die Stimmung. Helena. Die sitzt ja unten. Reserviert für Inspektorin. Das ist Vadim, der Geschäftsmann. Historiker Omiros. Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt mich hier schlafen lege? Passiert dann in der Nacht irgendwas? Ich mach das mal spaßeshalber. Keine Ahnung, ob das Konsequenzen hat. Nö, der Sturm ist auch einfach genauso weh. Wie vorher. Okay, aber mit denen kann ich ja dann gar nicht reden. Also der ist ja unten. Irgendwo ein Safe knacken oder so. What a mess this is. Not exactly. Strange thing. She arrived around noon, coming from Narva. A few hours later, the historian arrived, followed by Helena and that businessman, Vadim. The student went off to her room. I figured she wanted an early start in the morning. But then she came out a little after sunset, bags all packed, telling me she had to leave, and I felt bad for her having to leave in the night like that. Okay, aber sie, die Studentin, ist auf jeden Fall weg. Verschlossen. We need clues. Oh, das war's? Mit denen kann ich jetzt... I've just been sitting here quietly. Not a toe out of line on my part. Ah, okay, jetzt kann ich mit der wieder über das Buch reden. Ja, wie... Ich meine, Motiv ist ja vielleicht schon da, um der Schwester zu helfen. Well, who knows, really? We can't get in there to find out. But it's nice to dream. My sister loved hiking and traveling more than anything. Now she can only travel in her books. Und dann seid ihr zufällig hier, wo was geklaut wird. Did you figure it out yet? Nee. I couldn't tell. They seemed like they might be... Okay, dann muss ich mal zum Strand. So, es ist Tag, aber das Wetter ist fürchterlich. Ich gehe mal auf die Rückseite vom Haus. Hier mal so ein bisschen lang. Da ist eine unsichtbare Wand. Und hier sind wieder diese weißen Knollen. Oh, na, sieh mal einer an. Vielleicht hat die Studentin hier das fluchtartig verlassen. Tifmo-Ruinen, Verkaufsurkunde. Der Verkäufer verpflichtet sich weiterhin, ernsthaft und in aller Öffentlichkeit zu versichern, dass er die Ruinen persönlich betreten und sichergestellt hat, dass sie vollkommen leer und ohne jede spirituelle Relevanz sind.
Der Blaurosenkonzern wird eine archäologische Studie in Auftrag geben, um die Behauptung zu überprüfen. Diesen Vorgaben zustimmend legt der Verkäufer den Verkaufspreis auf 2000 Schimmersteine fest. Beim Verkauf gehen alle Eigentumsrechte sowie sämtliche Rechte zur Erkundung und Nutzung der Tifmo-Ruinen an den Käufer, den Blaurosenkonzern, über. Bitte unterzeichnen Sie auf der folgenden Linie. Aber wem gehört denn die Ruine? Den Ureinwohnern. Ja, vielleicht ist die Studentin nicht einfach nur eine Studentin, sondern die versucht, das zu verkaufen und hat sich es dann anders überlegt. Wir müssen mal mit dem Vadim reden. You're making great strides, Detective. I know you'll have this sorted out in no time. Was macht dich da so sicher? Du weißt, dass ich hier nur Tourist bin. Oh. Right. Well, anyway, I'm sure you'll find the culprit. As soon as the criminal still hasn't been found, I've taken the liberty of locking everyone's boat ashore. Shouldn't be traveling in the storm anyway. Okay. Why don't you take these keys and continue investigation of the suspects in their rooms? Okay, danke. Erstmal hier wieder zumachen. Komme ich jetzt auch hier rein? Ah ja. Okay, aber das ist sein Zimmer. Senkwaldherberge, Verkaufsurkunde. Kevork stimmt zu, die Senkwaldherberge zum Gesamtpreis von 1000 Schimmersteinen an den Blaurosenkonzern zu überschreiten. Der Verkauf beinhaltet das Gebäude, Grundstück und Geschäftsmodell. Alle Angestellten der Herberge werden mit sofortiger Wirkung Angestellte des Blaurosenkonzerns und sind zur Neuverhandlung ihrer Gehälter verpflichtet. Aber er hat es noch nicht unterschrieben. Meins. Er hat es noch nicht unterschrieben. Können wir drüber reden? What a mess this is. Möchtest du wirklich die Herberge verkaufen? I'm thinking about it. This place is empty most of the time. Tourism on the Tiefmoor Bluffs isn't what it once was. When the milling industry isn't all fancy and upcoming like before. Got that letter in the mail just a few days ago. Seems like my ticket out of here. This place gets a little too gloomy for me. Aber wenn da doch was ist und der Geschäftsmann weiß das, dann wird hier natürlich, werden hier die Einnahmen nur so sprudeln, wenn dann lauter Touristen kommen. Boah, das ist wie so eine Rosamunde Pilcher-Story. Da soll doch dann auch immer der Landsitz verkauft werden an so einen üblen Geschäftsmann. Ist das Vadim? Ah, good. You finally arrived to sort this out. Check through my suitcase and I'll be on my way, Detective. Willst du unbedingt von hier verschwinden? Yes, actually. We've been trapped here all day waiting for you. I had a meeting scheduled in Lindau. I may have lost a client over this. Erzähl mir von den Tifmo-Ruinen. A wasted opportunity at the moment. Who doesn't love the idea of visiting a tomb thousands of years old? Who wouldn't love the sense of discovery and heritage? Who wouldn't pay dozens and dozens of glowstones for that kind of experience? I'm going to bring that dream to life. I promise you that. Okay. Aber ja, wegen des Diebstahls. That historian! He's a madman! He tore through our rooms this morning, screaming about his wretched book. Naja gut, das ist ja auch irgendwie verständlich. Wer ist das jetzt? You don't look like any detective I've ever seen. I won't be answering your questions. Ja, ich bin ja auch kein Detektiv. Also das ist Helena, die dieses eine Buch geschrieben hat.
das da unten liegt. Moment, ich muss mir das nochmal anschauen. Genau. Helena Martwood. Es gibt nichts. Warum möchte die unbedingt, dass alle denken, dass da nichts ist? Also egal, was da ist, er ist überzeugt davon, dass man ein Geschäft draus machen kann. Meins. Oh. Meine über alles geliebte Familie, ich habe sehr lange über unsere Mission, die Heiligkeit der Ruinen zu bewahren, nachgedacht. Es hat mir sehr viel bedeutet, dass ihr alle in diesem Kampf auf meiner Seite standet. Es schmerzt mich, schreiben zu müssen, dass es um meine Gesundheit nicht gut bestellt ist. Ich habe wenig Hoffnung, doch mit etwas Glück finde ich in Nava eine Behandlung. Ich hoffe nur, dass... Wer hat das geschrieben? Ich glaube nicht Helena. Oder? Na gut, sie könnte es ja aufgesetzt haben. Oder das ist die Studentin. Na, da war wohl jemand draußen. Ach du liebe Zeit. Es ist, was ist das denn jetzt? So. 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 Yeah. Boah, was ich alles abgemalt habe. Interessant. Sind das Runen, die man dann entschlüsseln kann? Also sie war auf jeden Fall draußen bei dem Scheißwetter. War sie da unten? Oder ist sie die Kranke? I don't think you're a real detective. Erzähl mir von den Tifmo-Ruinen. Those ruins mean everything to me. All I've ever wanted is to preserve that sacred ground. Ja. Und was hat's mit diesen Glyphen auf sich? That's an old poem from the native people on the Tifmo Bluffs. I keep it with me as a reminder to always be thankful. Okay, vielleicht hat das für mich jetzt gar keine Bedeutung. Aber hast du irgendwas Merkwürdiges gesehen? Vielleicht auf deinem Ausflug nach draußen? Yes, I have. Those musicians have been desperate to get out of here since the moment the book went missing. They've been singing all kinds of obnoxious songs about this situation. Annoying fiends. Ah, okay, das kann ich jetzt öffnen. Ich gucke aber vorher nochmal. Okay, ein paar Schimmersteine. Entschuldigung, aber ich finde das einfach hübsch hier. Der soll das nicht verkaufen. Die müssten nur hier mehr irgendwie Boote ranschaffen, dass mehr Leute hierher kommen. Egal, was es mit den Ruinen auf sich hat. So, ich habe einen Code. Was? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 1. Oh, hey.
Ich habe in der Nähe dieser alten Ruinen gegraben, von denen du so besessen bist. Habe dieses Ding gefunden, das ziemlich nach einem antiken Relikt aussieht. Dachte mir, du würdest es vielleicht sicher aufbewahren wollen, bis du das Grundstück offiziell besitzt. Hoffentlich findest du im Gegenzug ein paar Schimmersteine für mich. Wer hat denn da gegraben? Der Historiker? Vielleicht stecken die alle unter einer Decke. K&K-Apotheke, ach was, Unterhopfenwurzel. Schnell wirkende Tinktur gegen Nervosität, Vergesslichkeit und zittrige Hände. Nicht mehr als 2 Tropfen pro Tag einnehmen. Warum sollte doch mal was verkauft? Oh. Universität von Nava. Omiros, dieser Brief dient als formelle Benachrichtigung über deine Kündigung von der Universität. Wir schätzen deine jahrzehntelange harte Arbeit, aber leider hat es sich bewiesen, dass aus den Tiffmoor-Ruinen keine neuen Erkenntnisse mehr zu gewinnen sind und die Universität deine Forschung nicht länger finanzieren kann. Und deshalb brauchte er Geld. Und deshalb... Vielleicht ist das nur ein Fake mit dem Relikt, dass der dem Vadim nur gesagt hat, ja, pass mal auf, ich habe da was gefunden. Und du musst das unbedingt kaufen und dann kann ich da Forschungen betreiben. Auf deine Kosten. Ich glaube, der Vadim, der Geschäftemacher, der wird selbst getäuscht hier. Der gibt dann einen Haufen Geld aus und der Omiros, der ist besessen. Sie noch was? I don't think. Nee. Have you any progress? Ja. Aber mit ihm kann ich nicht drüber reden. What a mess this is. Uch. Hi. I'm not really sure what's going on. Du hast einen Tatort betreten. Ist der jetzt gerade abgehauen? Oh my god. What happened? Nee, jetzt laufen die hier einfach alle rum. Ein Dieb treibt hier sein Unwesen. Warum bist du gestern so schnell verschwunden? Oh, right. There was an emergency, but don't worry, everything's okay now. Aha. Schon mal von den Tiffmoor-Ruinen gehört? Ja, die gehört auch zu den Ureinwohnern, kann das sein? Of course. Those halls belong to my ancestors, ah, ja. And my aunt lives on the property. I mean, for now, she's probably going to have to sell it. Okay. Oh, are you sure it's necessary? Absolut. Okay, it's just on the ground. Aha, good news. The real detective has arrived. What? Der hier? Ah, okay. Ja, guck mir erstmal das hier an. Eigentum von Nicole. Ich kann nicht glauben, dass das das letzte Mal sein soll, dass ich die Ruinen betrete. Ich weiß, dass Tante Helena das Land niemals für Tourismus verkaufen würde, aber sie ist alt und sieht in letzter Zeit nicht gut aus und ich mache mir große Sorgen um sie. Ich habe heimlich kleinere Artefakte herausgeschmuggelt, um sie zu untersuchen, aber jetzt ist es zu gefährlich. Tante H. wollte niemals, dass Archäologen in die Ruinen schwärmen, aber genau das wird passieren, wenn die Universität herausfindet, was hier unten ist. Sie hat immer gesagt, der Geist unseres Vorfahren lebe hier. Und in dieser kühlen Stille kann ich es beinahe glauben. Es ist wirklich ein heiliger Ort. Hm. Was ist denn jetzt? Der ist einfach abgehauen vor meiner Nase. Nee, der ist da unten.